Jetzt muss ich einen Zweiteiler draus machen. Ich mache einfach weiter. Denn wenn es eben zwei Videos hintereinander ist, mir scheißegal. Echt, leck mich im Arsch. Das nervt. Google ist auf einmal dran gegangen. Warum auch immer. Das ist einfach nur nervig. Ich habe auch voll die Schweißpeitsche, weil es hier drin kocht. Die Sonne knallt wie blöd auf dieses Haus. Es nervt. Es ist echt heißes Wetter. Obwohl ich ja erstmal gelüftet habe, wie immer. Das bringt gar nichts. Die Luft ist schon an sich gesehen heiß. Das macht keinen Spaß. Oder ich versuche irgendwie ein Schnittprogramm zu finden, damit ich das zusammenschneiden kann. Ich kann dieses Wort nicht mal aussprechen, weil es so bekloppt ist. Einfach schneiden. Wenn ich etwas zusammenfüge, schneide ich es. Schneide ich es zusammen? Es gibt kein Zusammenschneiden. Trotzdem sagen so viele zusammenschneiden oder schneiden überhaupt. Schneiden kann man nur auseinander, aber nicht zusammen. Das ist genauso wie wenn ich sagen würde, ich muss erst meine Haare lang schneiden. Das geht nicht. Aber ja, Menschen halt eben. Und ihr professionelles Unwissen. Das hasse ich. Aber so ist es. Kann echt nichts anfassen, alles ist sofort vollgefettet, weil ich die ganze Zeit am Schwitzen bin, weil es hier echt irrsinnige Temperaturen hat und zum anderen bekomme ich keine Luft, weil meine Nase die ganze Zeit läuft und ich habe gerade schon eine Packung Taschentücher alle gemacht und alles ist voll geworden, es ist einfach nur die Hölle gerade im Moment bei mir. Und ich achte jetzt mal auf gar nichts, mir ist alles egal, ich will einfach nur noch fertig werden. Ich hab keine Nerven mehr. Was ziemlich schade ist, denn das ist eigentlich ein echt geiles Set, aber naja, die Umstände machen mir echt die Hölle auf Erden. Das Klima ist einfach nur die Hölle, also hier kocht im Moment alles. Es macht keinen Spaß. Es ist einfach nur heiß, 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 heiß ohne Ende. Ich habe mir schon überlegt zu duschen, aber ich dachte mir, es geht ja noch. Und es ging ja auch noch, aber jetzt ist gerade aktuell so heiß, und ich überlege jetzt erst zu duschen, obwohl ich gerade noch in Aufnahme bin. Das ist. Es geht einfach nicht. Ich muss noch schauen, wie ich das Ganze überhaupt mache. Denn. Ach, was soll denn das jetzt schon wieder werden? Ach, das nervt einfach nur. Ja gut, der Kofferraum halt eben. Ist klar. Den Koffer soll ich jetzt nehmen und zumachen. Und dann da reinlegen. Und jetzt erst soll ich den Kofferraum zumachen. Das macht Sinn, warum ist der Kofferraum? Logischerweise. Wir nehmen hier alles wortwörtlich. Cool, das mag ich sehr. Warum kommt es in die Mitte rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Das macht ja keinen Sinn. Ich dachte, das ist die Mittelkonsole, ne? Ich dachte, das wäre das Tacho, ne? Hä? Ach, das kommt doch nach links. Alles klar.
Und jetzt ein Lenkrad in Form einer 2x2 Fliese rund mit Loch durch. Wie? Das ist jetzt das Lenkrad. Eine runde 2x2 Fliese mit Loch in der Mitte. Das Loch wird nicht gestopft, es bleibt so hohl. Ach, das ist jetzt vorne, alles klar. Jetzt verstehe ich das Ganze. Da kommen jetzt die Lämpchen drauf, ne? Stimmt. Nase läuft und will nicht aufhören zu laufen. Das nervt. Anhängerkupplungen. Ich will einfach nur fertig werden. Das ist gerade ein bisschen nervig, weil einfach überhaupt nichts klappt, aber naja, egal. Ist halt eben so. Durchsichtig klare 1x2 Bricks. Selten. Also hatte ich halt eben noch nie. Jetzt habe ich die endlich mal. Oder hatte ich die schon mal? Ich weiß es nicht, aber ich denke, ich hatte die noch nie. Bilde ich mir zumindest so ein. Und die neueren Slopes, die hatten sonst bei Lego immer diese Riffel drinnen, aber die haben jetzt keine Riffel drin, die sind jetzt glatt wie bei Megaconstructs. Was wiederum daran liegt, dass Lego einfach sich die Teile von Megaconstructs genommen haben. Einfach so. Ohne Erlaubnis, denke ich mal. Denn davon habe ich halt eben auch noch nichts gehört, dass sie sich darauf geeinigt haben. Ach, wo sollen jetzt die M1-Fliesen hin? Ja, dahin. Ja, ist mir doch egal. Mach's selber, ey. Ich hab keinen Bock drauf. Ich mag dieses Kleinteilgefühl überhaupt nicht. Läuft es jetzt noch oder macht schon wieder Theater das Zeug da? Es läuft noch. Was für ein Wunder, ey. Jetzt muss ich schon froh sein, dass überhaupt noch alles läuft. Was für ein Sch Mann, das ist schon echt ärgerlich, dass die Sachen einfach nicht funktionieren. Aber ja. Aber da ist doch noch eine Stufe über. Klar, da gehören noch einmal 1-Platten zwischen. Die puppe ich jetzt auch noch damit rein. Obwohl ich da nicht mehr rankomme. Ich mach's trotzdem. Jetzt passt das alles. Ach, Fliesen kommen da auch noch hin. Entschuldigung. So rum gehört es. Mittig, alles klar. Stimmt, Entschuldigung. Jetzt die Lämpchen.
Ich sage jetzt gerade aktuell nicht so viel, weil ich gerade damit zu kämpfen, damit, weil ich gerade mit dem Kämpfen bin, überhaupt noch Luft zu bekommen, weil meine Nase die ganze Zeit am Laufen ist und läuft und läuft und läuft. Ich meine, ich finde es sehr gut, dass da überhaupt was rauskommt, aber es hört doch nicht mehr auf. Das ist ja eben das, was mich gerade so ärgert. Aber es geht immer so weiter. Ach, da kann ich gerade nichts verstecken. Ist einfach so. Aber mir ist doch sowieso egal. Und mir ist schon bewusst, was jetzt schon wieder für ein Blödsinn in die Kommentare kommt. Wie kann denn sowas egal sein? Ja, ganz einfach. Ich habe kein Interesse dafür, für Angriffspunkte. Das juckt mich gar nicht. Wie kann einen das nicht jucken? Ganz einfach. Ich sehe die nicht mal. Und wenn niemand davon geredet hätte, hätte ich auch nicht hingeschaut. Kressiv hat ja auch schon mal in einem seiner Videos gesagt, dass das möglich sein könnte, oder dass er dem zumindest einsieht, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand extra wegen ihn auf einmal jetzt auch anfängt, auf die Angstpunkte zu achten. Aber das tut ihm gar nicht leid. Naja. Es ist ja auch seine Sache, ob er sich für sein falsches Verhalten einfach entschuldigen will oder nicht. Das ist ja jedem selber überlassen. Soweit erstmal. Die Eule kann nicht stehen, die muss ich aufschnappen. Es geht nicht anders. So rum, wenn dann. Wir finden nicht voll skippet jetzt. Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns von Lego Harry Potter den Flying Fort Anglia an. Also Anglia, so wird es geschrieben. Und ja, das Auto kann fliegen. Mir egal, das ist Harry Potter, wurscht. Figuren haben hier einen Ron, Harry Potter, eine Ratte und eine Eule, eine weiße. Wir haben hier drei braune Zauberstäbe und drei dunkelbraune Zauberstäbe oder was für eine Farbe ist, ich weiß es nicht. Und dann noch ein paar Einmaleinsteile über. Sogar eine Felge, die nicht gebraucht wird. Die aber super als Lenkrad gedient hätte. Anstelle von Felge als Lenkrad haben wir eine runde 2x2 Fliese mit Loch in der Mitte als Lenkrad auf so eine Standardplate aufgenobbt. Und Highlight dieses Sets ist, dass die Kotflügel einzeln gebaut sind. Habt ihr ja in den ersten Teil schon gesehen. Den Kofferraum kann man. Ach so, Türen haben wir übrigens da, ne? Wie cool. Das ist Brickbuild, das auch, das ist gedruckt. Das ist sehr schwach gedruckt, darum scheint auch so viel Blau durch. Aber da geht's super wunderbar ineinander über eigentlich. Da eben nicht, aber da schon. Also zeige ich es besser ineinander über. Wie mit dem gebauten Kofferraum, wie cool. Worin sich logischerweise ein Koffer befindet. Darum ist der Kofferraum. Wir nehmen alles hier wortwörtlich. Ich habe bei beiden Figuren jetzt mal das Grinsegesicht genommen, also das Lächelgesicht, das Smileface. Die haben noch ein alternatives Angstgesicht hinten drauf, aber also wo die halt eben Angst haben, so soll es aussehen. Und ja, aber ich würde die lieber so haben, so ist besser. Wir haben hier neben die weiße Eule noch eine Ratte. Wie süß, oder? Ich mag sowas sehr. Egal, ich mache jetzt ein Titelbild und dann bis dahin erstmal. Und wenn ihr keine neue Lego-Neuheit mehr verpassen wollt, dann und ihr habt noch nicht den Kanal abonniert, tut es einfach mal. Es lohnt sich. Und um sicher zu gehen, einfach nochmal
die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir haben hier auch noch neue Teile drin. Die kennen wir aber schon von den Speed Champion da. Wovon es auch noch ein Update geben wird. Die Pullback-Variante davon. Werden wir auch noch vergleichen. Bis dahin erstmal. Sonst, ich mag diese Brickbuild-Sachen. Darum ist es für mich echt ein sehr gelungenes Set. Und für mich auch die Definition von Lego wiederum. Das mag ich sehr. Das ist ein gutes Lego. Wir haben hier sogar noch eine Scheibe hinten drin. Zwei, so einmal zwei Bricks. Und das Dach könnte man rein theoretisch auch abmachen. Ist nur ein bisschen schwer, weil es da vorne auf sechs Noppen ruht. Und darum geht die Scheibe mir nicht ab, weil die auf acht Noppen befestigt ist. Ja, schwierig, ne? Obwohl da unten zwei Noppen mehr dran sind, durch die Türen, hält es an die Fliese besser, obwohl es da zwei Noppen weniger sind. Egal. Ich mache jetzt mal ein Titelbild, also Aufkleber gäbe es hier auch. Da wäre nur mein Schild und da die Bedienkontrolle wäre auch noch ein Aufkleber, aber habe ich noch nicht gemacht, es passt so. Ach so, da gehört auch noch ein Aufkleber drauf. Habe ich aber auch gelassen, weil ich nicht will, kein Bock. Bis dann erstmal, ciao.